So, liebe Zuhörer, Öffentlichkeit, Journalisten, tausende Anwesende hier auf der Bundesvorstandssitzung Real Life. Wir wollten gerne anfangen. Ich würde euch bitten, das Rauchen einzustellen, die Plätze einzunehmen und sich anzuschnallen. Braucht ihr nicht. Damit wir beginnen können. Der Stream läuft. Vielleicht kann jemand mal den Link twittern. Wie der Stream. Welchen Link? Vom Pad. Vom Stream. Kannst du das machen, Matthias, gerade? Der Bundesaccount twittert ihn gleich, wenn mir jemand sagt, wie der Link lautet. Ist auf Piratenstreaming. Okay. Also www.piratenstreaming.de. Schau einfach auf die Webseite und guck. Warte, ich schicke ihn dir. Hilfreich wäre, wenn ihr jetzt das Reden einstellen würdet. Ihr könnt noch was trinken, aber es ist halt sehr anstrengend, wenn man jetzt laut sprechen muss, weil hier so viele Anwesende sind. Ich würde, wenn der Stream läuft, jetzt einfach ein bisschen formaler werden. Ich darf euch im Namen des Bundesvorstands ganz herzlich hier in der Wahlkampfzentrale, in der Landesgeschäftsstelle der Piratenpartei in Niedersachsen begrüßen. Wir führen eine öffentliche Bundesvorstandssitzung durch. Ich begrüße den ehemaligen Bundesvorsitzenden Jens Sagenbusch, wie ich gerade sehe. Ganz herzlich, dass er auch den weiten Weg gefunden hat. Es hat gute Tradition, dass die Versammlungsleitung von den stellvertretenden Vorsitzenden gemacht wird. Und ich gebe das Wort an Sebastian, bitteschön. So, hallo. Wie immer erstmal die Formalitäten. Die Tagesordnung ist im Protokollpad veröffentlicht. Gibt es Einwände oder Fragen zur Tagesordnung? Das ist ein schönes Rauschen. Das erinnert mich ans Meer. Kannst du vielleicht das Protokollpad nochmal... Habe ich gerade getwittert. Ich auch. Also, können wir uns auf Kungler einigen? Jetzt haben also viele Leute das Protokollblatt getwittert, alle haben es vor sich liegen, wunderbar. Keine Einwände gegen die Tagesordnung, damit wäre die Tagesordnung dann genehmigt. Gibt es Einwände zum Protokoll der letzten Sitzung? Auch nicht, wunderbar, damit wäre das auch genehmigt. So, und jetzt eine ganz wichtige Frage. Gibt es einen Piraten unter den Zuhörern, der zufälligerweise ein Notebook vor sich stehen hat? Ich habe mir sagen lassen, dass es ab und zu mal vorkommt und der bereit wäre zu protokollieren. Nein. Sebastian, ich habe jetzt das Pad erst vor mir. Wir haben zwei, drei Themen am Mittwoch gesammelt, die wir heute auf die TO setzen wollten. Das sehe ich jetzt nicht eingetragen. Doch, meiner ist drauf. Deiner ist drauf, meiner nicht. Doch, ist drauf. Das sind Auftragungen. Ah ja, inhaltlich auch dran. Danke, bin zufrieden. Sebastian, wenn einer, ich habe eins, ich kann bloß die 10 Finger, wenn einer schreiben will, kann er eins haben. Protokoll. Okay. Bernhard hat gesagt, er protokolliert mit. Wenn es dir nicht reicht, sagst du Bescheid, dann kommen wir drauf zurück. Danke. Gut. Svanhild, Sven, habt ihr die Kennzahlen da, oder? Wir haben beschlossen, wir machen keine Kennzahlen. Wir hatten Mittwoch gerade welche. Gut, wunderbar. Dann Tagesordnungspunkt 1, wie immer Aktuelles. Wahlkampfaktion ÖPNV in Hannover. Wer möchte kurz berichten? Viel Spaß. Der Bundesvorstand hat heute gemeinsam mit Landtagsabgeordneten aus anderen Bundesländern, gemeinsam mit Beauftragten aus anderen Landesverbänden, die sich das Thema öffentlicher Personennahverkehr zur Aufgabe genommen haben, sowie vielen Piraten aus ganz Niedersachsen eine Wahlkampfaktion durchgeführt. Ich danke den vielen Anwesenden aus Hessen, aus Nordrhein-Westfalen, aus Berlin, aus Schleswig-Holstein, die hier den öffentlichen Nahverkehr, die U-Bahn, S-Bahn, Busse genommen haben und die Menschen in Hannover versucht haben, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, auch eine andere Finanzierungsform, ein anderes öffentliches Personennahverkehrswesen in Niedersachsen einzuführen. Es gibt viele Beispiele aus anderen Ländern, aus Belgien und aus Riga. Dort gibt es einen sogenannten fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr. Ich glaube, dass die Aktion sehr erfolgreich war. Wir waren zur rechten Zeit ca. 60, 70 Piraten, die sich heute Morgen gefunden haben, um Bürger hier in Hannover zu überzeugen, Flyer zu verteilen. Ich finde es auch toll, dass viele Bundesvorstandskollegen die Aktion mitgemacht haben. Und zwar alle, die hier waren, die hier am Tisch sitzen.
Ist ein guter Erfolg gewesen. Dafür danke ich allen, die hier angereist sind, letztendlich auf eigene Kosten und das damit auch zum Erfolg beitragen konnten. Vielen Dank. Alle sind aber froh, dass sie jetzt im Warmen sitzen und Kaffee trinken. Aber es war ein guter Tag heute. Dankeschön. Und nur noch mal zur Ergänzung: Nein, wir sind nicht schwarz gefahren. So, Tagesordnungspunkt 2, aktuelle Eingänge. Gibt es aktuelle Einwände, die jetzt noch nicht im Pad vermerkt sind? Nein? Gut, wunderbar. Tagesordnungspunkt 3, Anträge. Bernd, Beauftragung strategische Kommunikation. Ja, das ist auch mein Punkt. Ich habe im September letzten Jahres eine Beauftragung initiiert, die sich nennt Beauftragter für strategische Kommunikation. Dieser Beauftragte soll die Aufgaben bekommen, dass er den Bundesvorstand bei der strategischen Entwicklung von Themen, bei der Transformation übergeordneter Zielvorgaben des Bundesvorstands in Kommunikationskonzepte, bei der Identifizierung von Kommunikationsanlässen, bei der Koordinierung von Kommunikationsmaßnahmen, die über die reguläre Pressearbeit hinausgehen, bei dem Erstellen von Risikoanalysen und bei der Krisenkommunikation in enger Abstimmung mit der Servicegruppe Presse unterstützt soll. Das Ganze dient letztendlich die Presse, Öffentlichkeitsarbeit, insgesamt die gesamte Außenkommunikation der Piratenpartei viel stärker zu professionalisieren, als es bislang gelungen ist. Ist eine ehrenamtliche Beauftragung. Es haben sich auf diese Beauftragung 8 Piraten beworben. Ich habe mir die Bewerbungen angeschaut und nach Kenntnis der Mitglieder und nach Vorlage der Ideen und Konzepte Dr. Philipp Riem ausgewählt. Dr. Philipp Riem ist Pirat aus Hamburg. Er hat eine Professur an einer Hamburger Hochschule inne und ist sehr gerne bereit und hat große Lust, die Piratenpartei, den Bundesvorstand, bei ihren auch strategischen Kommunikationsaufgaben im Bundestagswahlkampf 2013 zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass Philipp Riem zugesagt hat. Ich werde noch einen kleinen Bericht anfertigen, der Auskunft darüber gibt, wer sich beworben hat, ohne Namen zu nennen, und warum ich mich für Dr. Philipp Riem entschieden habe. Ich würde jetzt aber meinen Kollegen im Bundesvorstand ans Herz legen, Philipp Riem, den ich auch persönlich schon vorher mal kennenlernen konnte, als neuen Bundesbeauftragten für strategische Kommunikation einzusetzen. Er wird uns wertvolle Hilfestellung bieten und auch die Diskussion, glaube ich, ein bisschen neutralisieren und objektivieren. Das brauchen wir sehr stark, um letztendlich auch unsere Ziele im Bundestagswahlkampf 2013 erreichen zu können. Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit und würde euch bitten, Dr. Philipp Riem, der ist promovierter Psychologe, Soziologe, ich kann seine Agenda noch vorlesen, das spielt keine Rolle, dann als Beauftragter einzusetzen. Gut, gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Ja, vielleicht, was hast du dir so gedacht, wie das jetzt so losgehen soll, weitergehen soll? Ich werde jetzt mit Philipp Riem, wenn soweit er als Bundesbeauftragter eingesetzt wird, in der nächsten Woche ein etwas längeres Gespräch führen, weil er einige Informationen haben möchte. Wie sieht unsere bisherige Medienstrategie aus? Wie sind wir überhaupt aufgestellt als Piratenpartei im Bereich Außenkommunikation? Wo sind aktuelle Baustellen? Dann werde ich ihn auch einladen nach Leipzig. Wir haben uns ja vor, Anfang Februar in Leipzig zu einem Strategieworkshop zu treffen. Ich möchte ihn gerne einladen, dass er dort auch letztendlich handelnde Personen kennenlernt und auch bekannt gemacht wird und auch kennenlernt, wie Piratenpartei letztendlich die Handlungsträger sind. Das sind die nächsten Schritte. Aber das ist mal so eine kleine Einweisung erfolgt, wo stehen wir gerade, wo stehen wir in anderen strategischen Objekten. Das kann man auch Unterstützung, weil für Medienstrategie ist ja Sebastian auch zuständig, dass man das aus einem Dreiergespräch einmal macht. Aber das sind so die ersten Dinge, die wir angehen. Das wird jetzt keine Aktion sein, die im Geheimen sein wird, sondern es wird auch eine Arbeitsweise sein, die Offenheit und auch Beteiligung und auch Transparenz sein wird. Johannes? Kurze Rückfrage, in welchem Landesverband er ist und ob er seit kurzem oder schon ein bisschen länger Pirat ist. Kannst du uns da was sagen? Philipp ist Mitglied im Landesverband Hamburg. Er ist in der Piratenpartei mindestens ein Jahr schon.
Ich habe ihn kennengelernt zum ersten Mal im Rande eines Landesparteitags in Hamburg. Und zwar, Swanhild, hilf mir, das war jetzt in Eidelstedt. Wann war das? Weißt du noch? Eidelstedt, das ist schon anderthalb Jahre her. Ja, da habe ich ihn zum ersten Mal auch kennengelernt. Also, ich habe ihn kurz vorher kennengelernt, also er ist dann mindestens schon anderthalb Jahre Mitglied in Hamburg. Und kannst du, Swanhild, kennst du ihn? Du bist in Hamburg auch? Ich kenne ihn nicht. Okay. Es ist jemand, der jetzt nicht dadurch auffällt, dass er sich zu jeder Zielgeschehnis sofort breit und öffentlich äußert. Das ist auch immer ganz klug, was sich hier ein bisschen zurückhält. Aber ich glaube, dass er aufgrund seiner Ausrichtung er hat eine Professur inne, hat an der Makromedia-Hochschule auch einen Studienzweig oder einen Forschungszweig mit aufgebaut, dass er das schon beherrscht. Also darüber mache ich mir keine Gedanken. Und sind ja auch alle eingeladen mitzuhauen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Gut, möchtest du eine Abstimmung? Ich würde dann gerne um euer Votum bitten. Ich bin dafür. Gut. Ich bin auch dafür, Markus. Dafür. Johannes. Das ist dein Geschäftsbereich dafür. Swanhild. Dafür. Und Sam. Dafür. Wunderbar. Aber, ja. Ja, aber. Steht, nee, wir hatten hier was falsch reinkopiert, glaube ich. Ich glaube, da war einfach der alte Antrag allgemein für die Beauftragten reinkopiert. Nein, ich habe jetzt geschrieben, der Bundesvorstand möge beschließen, Dr. Philipp Riemen als Beauftragter für strategische Kommunikation vorzusehen. Er soll im Rahmen seiner Tätigkeit den Bundesvorstand, Bundesvorsitzenden beraten. Folgende Aufgabenfelder sind gemäß Ausschreibung vorgesehen, die genannten, die ich gerade auch genannt habe. Und das ist der Antragstext. Insofern passt das schon. Okay. Dann, nächster Tagesordnungspunkt 3.2, Johannes. Ja, der Klaus ist jetzt leider nicht hier. Es geht um ein Thema, das den Geschäftsbereich von Tatsun und mir, meinen Geschäftsbereich quasi beide berührt. Der Klaus ist aber heute in Sachsen, weil dort die Listenaufstellung für die Bundestagswahl stattfindet und er selber auf die Liste kandidiert. Insofern die Information erstmal aus meinem Geschäftsbereich mit ein paar Anmerkungen, wo noch Klärungsbedarf ist. Wir haben in Neumarkt das Ziel, unser Wahlprogramm zu finalisieren, abzuschließen und danach quasi ein fertiges Wahlprogramm zu haben. Der Bundesvorstand hat bereits seit Offenbach, also vor einem Jahr, den Auftrag bekommen, über einem Jahr, einen fertigen Programmentwurf für ein Wahlprogramm vorzulegen. Jetzt ist es in der Piratenpartei nicht üblich, dass der Bundesvorstand dafür jetzt ein Expertengremium beruft oder sonst irgendwie sich hinsetzt, einen Leitantrag ausarbeitet und ihn dann auf dem Parteitag vorlegt und sagt, liebe Delegierte, die gibt es bei uns nämlich schon mal gar nicht, bitte stimmt jetzt diesem Antrag zu und dann könnt ihr vielleicht noch ein paar Änderungsanträge einbringen. Deswegen kann so eine Initiative natürlich nur von der Partei gemeinsam getragen werden. Und diesen Auftrag, den wir uns als Partei gegeben haben in Offenbach, nämlich einen fertigen Wahlprogrammentwurf zum Parteitag vorzulegen, den können wir nur gemeinsam leisten. Und wir können ihn auch nicht leisten mit einem Friss- oder Stirb-Prinzip im Sinne von, da entsteht jetzt irgendwas und diesen Text müssen wir dann entweder annehmen, weil wir haben keine Alternativen, oder wir lehnen ihn eben ab und wir haben kein Wahlprogramm. Also auch das kann nicht sein. Deswegen habe ich in den letzten Wochen mit einigen Personen in der Antragskommission, mit Menschen, die in Bochum auf mich zugekommen sind, mit genau diesem Anliegen, wie können wir das schaffen, ein gutes Wahlprogramm zu kriegen, mit Klaus, der die Antragskommission vom Bundesvorstand her betreut, im Dicken Engel in mehreren Diskussionen, im Mumble besprochen und wir haben überlegt, was ist jetzt zu tun in den nächsten Wochen. Und Konsens ist, uns müssen zwei Dinge gelingen. Zum einen muss es uns gelingen, die Debatten über strittige Punkte möglichst vorzuverlagern. Wir haben eine Gliederung beschlossen in Bochum. Die hat Sebastian zusammen mit dem Input von vielen Piraten erarbeitet. Wir haben sie abgestimmt und da gliedert sich das Wahlprogramm in 13 Punkte. Wenn man noch ein Vorwort dazu rechnet, sind es schon 14 Punkte. Wenn wir uns vorstellen, wir würden zu jedem dieser Punkte, die dann wieder komplex sich in Unterpunkte aufgliedern. Also einer der Punkte ist zum Beispiel Wirtschaft und Finanzen. Und wir würden in jedem dieser Punkte nur eine Stunde für Diskussion und Abstimmung brauchen, dann ist schon mit Sicherheit zu sagen, dass wir am Ende des Parteitags in Neumarkt kein Wahlprogramm haben werden, das zu all diesen Punkten Stellung nimmt.
Und wenn wir das bewusst tun, weil wir sagen, wir wollen Lücken lassen, ist das eine. Wenn wir aber ein Wahlprogramm nicht haben, weil uns einfach die Zeit davon gelaufen ist, dann ist es das andere und das will, glaube ich, keiner. Insofern müssen wir es schaffen, Debatten, Diskussionen vorweg zu verlagern, und auf dem Parteitag bleibt uns eigentlich nur die Zeit für eine Art von Abschlussdebatte. Und dann war die Überlegung, wie gelingt uns das? Und dabei ist die Überlegung entstanden, so etwas wie einen Rumpfantrag zu erarbeiten. Also möglichst im Vorfeld Texte, Positionen zu identifizieren, die so breiten Konsens in der Partei mit sich bringen, dass wir nach einer Generaldebatte in Neumarkt Samstagmittag einen Teil des Wahlprogramms in einem Rutsch beschließen können. Und das ist natürlich in einer basisdemokratischen Partei kein einfacher Prozess. Deswegen besteht derzeit folgender Vorschlag, den die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm erarbeitet hat. Es gibt im Wiki eine Überblickseite, das die Gliederung des Wahlprogramms wiedergibt. Alle Piraten, die zum Wahlprogramm beitragen, die meisten Anträge sind ja schon erarbeitet, weil sie im Grunde für Bochum schon eingereicht wurden. Das heißt, die zur Auswahl stehenden Positionen sind weitestgehend bekannt. Werden gebeten, dort im Wiki in einer Art von strukturierten Antragsfabrik, also eine Antragsfabrik, die nicht einfach nur die Nummern vergibt von Antrag 1 bis 400, sondern die quasi die Anträge schon dort einsortiert fürs Wahlprogramm, wo sie inhaltlich hingehören, ihre Positionen, ihre Vorschläge einzubringen. Dann werden Piraten, die in diesem Themenbereich arbeiten, gebeten, Vorschläge für schlüssige Texte in dieser Unterüberschrift, zum Beispiel Wirtschaft und Finanzen, zu erarbeiten. Das Ganze hat den Hintergrund, wenn wir im Bereich Wirtschaft und Finanzen an drei Stellen zum Bereich Transparenz zum Beispiel Stellung nehmen, Transparenz in der Wirtschaft, Transparenz im Finanzsystem, Transparenz im Staatshaushalt, und das sind drei verschiedene Antragsteller, dann fangen sie jedes Mal wieder bei Null an und erklären, warum Transparenz wichtig ist. Dann wird das nie ein bündiger Text, sondern es ist immer ein Patchwork. Insofern besteht die Bitte an die Piraten, die in einem Themenbereich arbeiten, den Versuch zu machen, sich abzustimmen. Dabei soll jetzt nicht zwingend ein Text erarbeitet werden, und wer da keine Zeit hat oder wer nicht in Mumble war oder wer in dieser Initiative nicht mitarbeitet oder sich nicht durchsetzen konnte, der fällt hinten runter, sondern es können durchaus auch mehrere Texte konkurrierend entstehen. Die Bitte ist aber, quasi größere Textbausteine zu erarbeiten als nur Einzelpositionen, weil wir eben mit 400 Einzelpositionen werden wir den Neumarkt nicht schaffen. Diese Einzelpositionen würden wir dann im März etwa in einer Art Vorababstimmung sowohl ins Lime Survey als auch ins Liquid Feedback geben und feststellen, ob es zu Positionen breite Mehrheiten gibt, also zum Beispiel 80% Mehrheiten. Und sollte es uns gelingen, solche Texte zu erarbeiten, die tatsächlich breite Mehrheiten mit sich bringen, dann können wir die zu einem solchen Sammelantrag kombinieren. Das alles ist ein offener Versuch, wir wissen nicht, ob er gelingt, aber wir können dabei nichts verlieren, weil die offiziellen Antragsfristen bleiben bestehen, die Möglichkeiten, ganz normal Anträge einzureichen, ganz normal zu debattieren außerhalb des Prozesses, bleiben alle bestehen. Es gibt quasi nur eine zusätzliche Möglichkeit. Und der Parteitag wird auch nicht entmachtet, weil er entscheidet natürlich am Schluss über diese Anträge. Im Zweifel auch modular. Er kann auch sagen, gut, vier dieser Texte finden wir gut, die können wir jetzt gleich mal beschließen. Den fünften aus dem Bereich Wirtschaft zum Beispiel finden wir nicht gut, den wollen wir jetzt nicht haben. Und auch dann hätten wir was gewonnen, weil wenn wir aus vier Programmbereichen quasi Samstagmittag schon mal vier Texte abstimmen können, dann haben wir vielleicht 4 Stunden gespart. Das sind genau die 4 Stunden, die es am Schluss fehlen. Man kann dann ganz gezielt auch noch zu diesen Programmbereichen Positionen hinzufügen. Das heißt, es ist auch nicht gedacht, wenn jetzt jemand aus dem Bereich Datenschutz einen Gesamtantrag formuliert und der wird angenommen, dass dann der Bereich zu ist und man jetzt nicht noch eine Zusatzposition zur Abstimmung bringen könnte, was ja auch schon wieder ausschließen würde. Sondern es ist genau andersrum gedacht, wenn wir Kernpositionen im Bereich Datenschutz als einen größeren integralen Stücktext schnell abstimmen können, haben wir die restliche Zeit, die wir für den Bereich Datenschutz uns auf dem Parteitag nehmen können, um nochmal Ergänzungen und Veränderungen dieses Textes zu debattieren. Das heißt, im Grunde gewinnen wir Zeit. Wenn es nicht gelingt, verlieren wir nichts. Wenn es gelingt, gewinnen wir was. Ich habe jetzt versucht, den Prozess grob vorzustellen. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Es ist ein Prozess, der zusätzlich zu den normalen Antragsprozessen stattfindet. Es gibt ganz normal die normalen Antragsfristen, es gibt die normalen Tagesordnungsvorschläge,
Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, zu den Oberprogrammpunkten des Wahlprogramms Gesamttexte einzureichen. Entweder wird der Parteitag dieses Angebot annehmen oder er wird es ablehnen. Ich werde bei diesem Prozess darauf achten, dass Piraten, die keine Zeit haben, sich ins Mumble in Debatten zu begeben, gleichberechtigt trotzdem teilnehmen können, genauso Texte einreichen können. Es wird keine abgeschlossene Gruppe geben, die qua Zeitelite oder qua Mumble-Elite hier eine Deutungshoheit über Anträge oder über Programmpunkte übernimmt. Da werde ich sehr genau darauf achten. Und ich werde versuchen, diesen Prozess als politischer Geschäftsführer zu begleiten. Und auch wo es Knatsch gibt oder wo jemand das Gefühl hat, da galoppiert eine Gruppe weg und fängt an, irgendwie faktisch Deutungshoheiten sich an sich zu reißen, da bin ich ansprechbar, um auch moderierend dazwischen zu gehen. Das ist der Punkt Initiative Gemeinsames Wahlprogramm. In dem Zusammenhang in gewisser Weise benachbart ist der Punkt Beauftragungen, aber ich glaube, es ist besser, den zu trennen und nochmal extra zu machen. Dann können wir nämlich Rückfragen von euch, von den Kollegen und auch aus dem Publikum jetzt zu dem Prozess zulassen. Ja. Jetzt muss ich Wasser in den Wein gießen. Klaus Polkert ist heute nicht da, hat sich aber im Vorfeld schon geäußert und noch ein bisschen anders geäußert. Das möchte ich hier auch nochmal kundtun, weil es da auch eine andere Auffassung gibt. Und zwar ist es unstreitbar, dass er für die Erstellung und die Vorstellung eines Wahlprogrammvorschlags Johannes zuständig ist. Aber das Handling sämtlicher Anträge an den Bundesparteitag, die Antragsreihenfolge, das Antragsbuch, die Tagesordnung und das übliche Verfahren zur Durchführung eines solchen Programmparteitags liegt in den Händen von Klaus Polkert. Und Klaus Polkert hat mir auch oder uns allen schriftlich auch mitgeteilt, dass er einige Bauchschmerzen hat mit dem von dir skizzierten Verfahren, Johannes. Ich will das hier nur sagen. Er sieht für seine Aufgaben bestimmte Prämissen, die ich hier auch nochmal vorstellen möchte. Hat sich unter Beachtung aller Standards, die wir bislang eingehalten haben, Antragsfristen etc., möchte er nach Neumann ein fertiges offizielles Wahlprogramm haben. Er hat darauf hingewiesen auch, dass die Struktur des Wahlprogramms bereits feststeht. Alle 13 Module des Wahlprogramms sind letztendlich in Bochum beschlossen worden. Stellt sich vor, dass Wahlprogrammanträge auch bevorzugt werden, die letztendlich einen sogenannten Pflichtslot in den Modulen auch erfüllen. Und er stellt sich vor, dass natürlich Grundsatzanträge in den Bereichen, wo noch nichts vorhanden ist in dieser Struktur des Wahlprogrammes, dass diese auch letztendlich mit höherer Priorität vorgesehen sind. Ich würde letztendlich, es gibt auch von ihm eine, ich will es ja nicht jetzt mal den Klaus Polkert vorschieben, das wird von mir auch geteilt. Wir sehen die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm in einer gewissen Doppelrolle. Sie will ein fertiges Wahlprogramm entwickeln, auf der anderen Seite soll dieser Vorschlag auch die Tagesordnung bestimmen. Und wir müssen halt darauf achten, dass wir den Programmparteitag nach den Satzungsregularien formvollendet durchführen und es muss satzungskonform sein. Ich würde vorschlagen, dass du als politischer Geschäftsführer und Klaus Polkert als Verantwortlicher für die ordnungsgemäße Durchführung des Programmparteitags im Neumarkt, dass ihr euch auch nochmal zusammensetzt und letztendlich eure Vorstellungen miteinander verbindet, sodass wir einen Programmparteitag durchführen können, der auch strittige Fragen oder keine Klagen provoziert. Dass nicht gesagt wird, alle Anträge mussten durch den Lime Survey gebracht werden, mussten dem gemeinsamen Wahlprogramm vorgestellt werden. Das steht aber nicht in der Satzung, dass es dort keine Kritik gibt und wir nachher dann keine bestandsfesten Beschlüsse haben. Also mein Wunsch wäre, dass du, Klaus, dass ihr euch nochmal verständigt über letztendlich die beiden Initiativen und dass wir dann auch ein sauberes Wahlprogramm auf die Beine stellen können, Neumann. Genau, das ist mein Ziel. Also ich sehe auch in dem, was Klaus da geschrieben hat, gar keinen großen Dissens. Zum Teil war das auch nicht ganz korrekt, was er muss davon nochmal dritte Informationen gehabt haben, nicht aus dem, was ich vorgeschlagen hatte. Er ist nur, wie gesagt, nicht hier und ich konnte mich mit ihm in den Details jetzt noch nicht abstimmen. Aber ich sehe da kein Problem, dass ich da mit Klaus am Schluss einen gemeinsamen Vorschlag präsentiere, der genau diesen Bedürfnissen gerecht wird. Tagesordnungshoheit hat sowieso der Parteitag. Der Bundesvorstand hat nach Satzung die Aufgabe, einen Vorschlag für die Tagesordnung vorzulegen. Er ist da
grundsätzlich natürlich frei, welchen Vorschlag er vorlegt, weil der Parteitag sowieso jede Tagesordnung annehmen kann. Aber er ist natürlich auch an gewisse Gewohnheiten gebunden und er ist an eine Ausgewogenheit gebunden, einfach qua Amt, qua Bundesvorstand. Und insofern, das ist der einzige Punkt, wo es eigentlich dann überlappt, wie wird genau der Tagesordnungsvorschlag ermittelt. Und da werde ich mit Klaus nochmal sprechen. Ich habe so eine Idee, dass wir vielleicht dadurch, dass es im März quasi bereits dann eine Lime-Survey-Umfrage geben wird und nochmal nach der Antragsfrist und von vielen Piraten auch der Wunsch ist, sie würden sich gerne früher und intensiver auf den Parteitag vorbereiten. Es genügt ihnen nicht, zwei Wochen vorher zu wissen, was aus der Fülle an Anträgen drankommen könnte, dass man vielleicht Anträge, die frühzeitig bereits eingereicht sind, bereits in der ersten Umfrage abfragen kann und Anträge, die später eingereicht werden, in der zweiten und das dann kombiniert. Aber ob das möglich ist und wie, da würde ich mich, wie gesagt, mit Klaus gerne nochmal abstimmen. Vielleicht hat auch noch jemand eine Idee dazu. Aber mit Sicherheit, das habe ich auch gerade gesagt, sind die satzungsgemäßen Rechte und die Formalprozesse, wie wir es in der Partei haben, natürlich müssen funktionieren und müssen gegeben sein. Ja, also ich will keinen Beschluss heute treffen, sondern lieber sagen, sprecht mit Klaus, werdet euch einig, dass wir zum Wohle der Partei agieren können und dass wir nicht einen Neumarkt durchführen und dann jemand sagt, sag mal, die Beschlüsse sind aber nicht ordnungsgemäß zustande gekommen. Da habe ich keine Lust zu, oder auch kein Interesse dran. Auch bevor das zum Zielgespräch wird, hat er sich Alias noch gemeldet. Also die Frage, ich habe jetzt auch den Dissens noch nicht so hundertprozentig gesehen, ich habe es jetzt ein bisschen verstanden bei der Tagesordnung, dass sozusagen dein Konzept, Johannes, dann ja auch impliziert, dass dann gewisse Untersachen noch hin und her getauscht werden können, das ist ja sozusagen dann Tagesordnung. Aber wenn der normale Prozess bestehen bleibt, stelle ich es mir im Moment so vor, wir ganz am Anfang des Parteitages überlegen wir uns irgendwie, wollen wir dieses Wahlprogramm, was da als solches so steht, irgendwie annehmen oder wollen wir es potenziell bearbeiten oder sagen wir, das ist uns total egal, wir arbeiten halt ganz normal mit der Antragsfabrik so. Und dann, ja, zur Not, wenn wir nur eine Tagesordnung schicken dürfen, dann machen wir dann eben zur Not eine lange Tagesordnung und dann kann der Parteitag dann halt eben den Kram rausschmeißen, den er nicht machen will. So. Also wenn es jetzt nur um die Tagesordnung geht. Aber das Grundkonzept ist doch, es wird vorher quasi ein Wahlprogramm oder mit Alternativen erarbeitet, was etwas Komplettes ist und das können wir annehmen oder in Teilen annehmen. Und das einfach noch zusätzlich zu dem, dass wir aus unserem langen Antragsbuch einfach die Anträge durchstimmen. Das sehe ich doch richtig so, oder? Kurz darauf, ich vermute aus meiner Kenntnis, wie so Prozesse ablaufen, dass in 4 bis 5, wenn wir Glück haben, 6 Punkten der 13 Wahlprogrammpunkte das gelingt, weil es durchaus Themenbereiche in der Partei gibt, wo die in dem Bereich engagierten Piraten sehr gut miteinander zusammenarbeiten können und auch ein gutes Feeling dafür haben, was von ihren Positionen mehrheitsfähig ist. Und dass wir dann, und das wäre schon ein riesiger Glücksfall, Samstagmittag um 2 nach einer Generaldebatte 4 oder 5 der 13 Wahlprogrammpunkte vom Rumpf her verabschieden können. Und dann die restliche Zeit haben, um die anderen 7 Themengebiete zu erarbeiten und vielleicht in diesen 4 Themengebieten, angenommen, da ist vielleicht Energiepolitik dabei, auch nochmal eine Zusatzposition zu debattieren, ob die dazu kommt oder nicht. Das ist aber dann quasi so ein bisschen Pflicht und Kür. Wir haben dann zu allen Positionen Kernaussagen schon mal machen können, da kann man arbeiten. Und die Zeit, die uns bleibt, können wir nutzen, um dann zu detaillieren und noch besser zu werden. Aber wir wissen eben, das Ideal wäre, wenn wir Samstagmittag schon mal wüssten, wir haben schon mal was geschafft, wir sind schon rangekommen und uns wird jetzt nicht extrem die Zeit am Schluss zu knapp. Das wäre der Wunsch. Aber der Parteitag ist völlig frei, wenn er sagt, nö, das ist alles Quatsch, wir wollen das lieber modular machen und was wir bis Sonntagabend geschafft haben, haben wir geschafft. Auch das kann der Parteitag beschließen. Dann beschließt er eben das. Gut, dann hast du dich gemeldet? Ja. Also, ich wollte mal kurz. Ja. Ganz offizielles Datum dazu. Am 14.04. werden wir die ganze Umfrage für die Antwort machen. So, damit ihr das im Hinterkopf habt. Das hast du mit Klaus schon. Den Termin habe ich mit Klaus schon. Okay. Nur im Hinterkopf behalten. Okay. Eine Frage zum Programmparteitag allgemein. Ist angedacht, dass man geringfügige Änderungen auf dem Parteitag selber noch vornehmen kann? Wir haben das hier in Niedersachsen auf dem Landesparteitag sehr erfolgreich gehabt, dass wenn es um einen Satz ging oder um einen Teil einer Formulierung,
Dann haben wir die Abstimmung des Antrages, nachdem sich das zeigte im Meinungsbild, zurückgestellt, haben den nächsten Antrag behandelt, danach diesen neu formulierten Teil nochmal vorgestellt und konnten so dann auch die Anträge abstimmen und sind auch erfolgreich gewesen. Ist sowas angedacht, dass man sowas macht? Aus dem Kopf heraus glaube ich, dass die Satzung das nicht hergibt, weil es Fristen für die Stellen von Anträgen gibt. Deshalb meine Frage. Es bietet sich allerdings an, solche, da wurde nicht der ganze Antrag umformuliert, sondern da hieß es, wenn ihr diese Formulierung so wählt oder diesen Halbsatz raus oder ein anderes Wort einsetzt, und das hat also den Sinn und die Zielrichtung des Antrags nicht verändert, war ganz einfach nur, ansonsten wären bestimmte Anträge eventuell nicht durchgekommen. Und so wurden die Anträge dann. Von mir dazu, Jo, ich würde dich bitten, das mal zu checken, ob die in Niedersachsen das einfach eine andere Satzung habt, wie ihr das begründet habt, im Zweifel dann einen Satzungsänderungsantrag zu stellen. Und dann muss der Parteitag entscheiden, ob er diese Möglichkeit sich einräumen will, ob er die Satzung entsprechend ändern möchte. Und solche kleinen redaktionellen oder im Wortumfang, wie auch immer das ihr in Niedersachsen gehandhabt habt, oder mit einem sehr hohen Abstimmungsquorum, 90% müssen zustimmen, damit sowas möglich ist. Man möchte ja immer irgendwie eine Schranke bauen, damit wir alle prokrastinieren so gerne, damit man eben nicht die grundsätzliche Antragsfrist aushebelt. Und das muss man irgendwie definieren, wie ihr das gemacht habt, und dann im Zweifel für den Parteitag mit einzubringen. Also. Nee, ich würde sagen, im Jahre 2009 war das möglich. Da haben wir ein Wahlprogramm formuliert und da hat es auch redaktionelle Änderungen gegeben im Rahmen des Programmparteitags. Wir sind aber seitdem um das 15- bis 20-fache in der Mitgliederzahl angewachsen und es gibt viele Menschen, die jetzt alles daran setzen, auch Klagen beim Bundesschiedsgericht einzureichen, weil irgendwelche Anträge da nicht ordnungsgemäß seien. Wir müssen also immer darauf achten, dass das jetzt sehr stark darauf achten, dass das satzungskonform ist. Und das wird letztendlich ausschlaggebend sein. Das ist leider so. Aber wir müssen darauf achten, dass wir dann auch ordnungsgemäße Beschlüsse treffen. Ja, genau dahin ging es nämlich. Mhm. Jetzt ist noch Zeit, eventuell, wenn es gewünscht ist, sowas umzuformulieren, bevor man nachher dasteht. Wegen so einer kleinen Formulierung haben wir das jetzt nachher nicht im Wahlprogramm. Wir hätten es doch aber so gerne drin. Könnte das vielleicht zielführend sein, einfach, dass man mal daran denkt, mal darüber nachdenkt? Abschließend von mir vielleicht, auch deswegen ist das Ziel, Debatten nach vorn zu verlagern. Wenn nämlich Anträge in der letzten Nacht vor der Antragsfrist eingereicht werden, im Zweifel ist dann sogar mal das Wiki down, wie wir es vor Bochum hatten, dann erst in die Leimsurvey-Umfrage kommen, zwei Wochen vorher erst aus der Fülle in 7 verschiedenen Tagesordnungen am Schluss irgendwas rausgefiltert wird, dann habe ich eben nicht die Möglichkeit, mir die 30 Texte genau anzugucken, um die es geht, und im Vorfeld, vor allem ist die Antragsfrist dann schon rum, noch was zu ändern. Und auch dieser vorgelagerte Prozess gibt durchaus Chancen, dass genau diese Punkte vorher schon aufgebracht werden, vor der Antragsfrist. Dann kann ich ganz problemlos formal 4 Wochen vorher den geänderten Text einreichen, der fließt dann nochmal durch die Umfragen und ist dann sauber auf dem Parteitag. Johannes, du willst moderieren, also die ganzen Rammelsitzungen von den ganzen AGs, magst du moderieren und als Moderator auftreten? Nein. Also nein, so habe ich es verstanden. Nein. Du willst, wenn jemand mal sagt, von unseren 30.000 Mitgliedern, der Antrag gefällt mir nicht, oder intervenierst du, oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Nein, da geht es darum, ich persönlich habe relativ viel Erfahrung, offene Prozesse zu moderieren, grundsätzlich zu begleiten, also so Open-Space-Prozesse. Und das sind alles Prozesse, die ergebnisoffen sind, die Möglichkeit des Scheiterns beeinflussen und die dann am besten funktionieren, wenn man verstanden hat, wie dezentrales, offenes Arbeiten passiert. Und manchmal kann es sein, dass jemand kommt und sagt, ich habe hier eine Position, aber die nehmen das in ihren Text nicht auf. Und dann gibt es einen riesen persönlichen Konflikt und die Emotionen explodieren. Und in dem Moment, wenn ich angesprochen würde, dann würde ich die Person darauf hinweisen und sagen, wenn die deinen Text nicht aufnehmen, dann nimm doch einfach deren Text, kopier den 1:1, tu deine Position mit dazu und reich den konkurrierend ein. Und dann entscheidet am Schluss der Parteitag oder die Umfrage. Und würde durch Hinweisen auf, wie kann man sowas formal vom Prozess
lösen, dass man jetzt nicht aneinander sich abarbeitet und irrenlange Sitzungen im Konflikt verbringt, da einen kleinen Impuls reingeben. Aber nur, wenn ich angesprochen werde. Ich werde jetzt nicht im Mumble rumhängen und jede Sitzung moderieren, sondern ich möchte nur sagen, ich stehe zur Verfügung, ich bin ansprechbar. Und wenn eine Gruppe intern merkt, wir verhackeln uns, wir kommen nicht weiter, wir hängen, dann eventuell mit meiner Erfahrung da mal eine Idee zu geben, wie es vielleicht sich entspannen könnte, damit es wieder nach vorne weitergeht. Also eher nur mal ein bisschen gucken, ob ich da einen Knoten lösen kann. Das habe ich verstanden. Genau. Thomas. Ja, konkret dazu. Also es gibt dann schon Teams, die sich diese Themenmodule annehmen. Wie kommen die zustande? Also die dann sich darum kümmern, wie diese Texte aussehen. Also es gibt zum Teil Themenbereiche wie jetzt die Umweltpolitik. Da haben wir sowieso schon, da gab es dieses Projekt Schulterschluss vor Bochum, wo die Piraten, die in dem Themenbereich bearbeiten, sowieso schon sehr eng zusammenarbeiten. Und ganz völlig unabhängig von dieser Initiative vorhatten, einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten. Und da kenne ich jetzt persönlich keinen Piraten, der sagt, die sind alle blöd und da kann ich nicht mitarbeiten und da ich habe eigentlich ganz andere Vorstellungen. In anderen Bereichen, im Bereich Wirtschaft zum Beispiel, haben wir in Bochum erlebt, da gab es im Wesentlichen drei und dann noch ein paar Nebenschauplätze, Initiativen, die relativ jeder für sich gearbeitet haben und nicht wirklich einen Gesamtantrag erstellt haben. Und so ist jedes Themengebiet ein bisschen anders. Und wie das am Schluss funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, jedes Themengebiet, wo die Piraten, die in dem Themengebiet arbeiten, es schaffen, frühzeitig miteinander Kontakt aufzunehmen, ihre Positionen auszutauschen und sich frühzeitig abzustimmen, nicht unbedingt zwingend einen gemeinsamen Text zu arbeiten. Es müssen nicht immer alle miteinander arbeiten. Aber sich frühzeitig abzustimmen, ob sie einen gemeinsamen Text erarbeiten wollen oder ob sie mehrere konkurrierende erarbeiten wollen, hilft uns, weil dadurch kriegen wir Strukturen Überblick. Und was ich eigentlich vermeiden möchte, ist nur, dass der im Süden vom Norden oder der in der AGX von der AGY nichts weiß. Und das dann eigentlich wie, nehmen wir Drogenpolitik, Suchtpolitik, klassisches Beispiel aus Offenbach damals, wo der Parteitag gesagt hat, eigentlich sind beide Anträge gut, warum haben die zwei AGs sich eigentlich nicht zusammengesetzt? Dass einfach frühzeitig Kommunikation stattfindet unter den Piraten, die in einem Themenbereich arbeiten. Und das, ohne dass es zwingend ist, aber doch mit so einer sanften Lenkung aufeinander zu, allein dadurch, dass man Strukturen schafft, wie jetzt im Wiki, wo man bittet, wenn du an der Position arbeitest, dann stell deine Entwürfe bitte frühzeitig hier rein, damit alle anderen in der Partei wissen, woran du gerade arbeitest. Und dann kann man sich finden und verbinden. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann, nächstes Thema wären dann die inhaltlich Beauftragten. Genau, das ist ein bisschen benachbart. Du, Sebastian, hast ja auch schon gesagt, du hättest gerne, würdest vorschlagen, Beauftragung mit mehreren Themenbereichen. Aus der Presse, die Martina bittet dringend darum, dass wir prüfen, ob wir nicht mehr Beauftragungen nennen können. Und ich würde gerne mal ein grobes Meinungsbild haben von den Vorstandskollegen. Ich habe das Thema ja schon angesprochen in der Sitzung davor. Ob wir mehr Beauftragungen aussprechen können. Wir haben in einigen Themenbereichen, kommen Piraten auf mich zu und sagen, wir würden gerne in unserem Themenbereich eine Beauftragung haben. Wir hätten gerne jemanden, der den Themenbereich im Blick hat. Und meine Strategie ist folgende. Ich würde gerne in Themenbereichen, wo es unklar ist, wer ein geeigneter Beauftragter oder eine geeignete Beauftragte ist, derzeit keine neuen Beauftragungen aussprechen. Weil ich will nicht, dass Themenbereiche jetzt irgendwie in Konfliktsituationen geraten. Wenn es allerdings Themenbereiche gibt, wie zum Beispiel, nehmen wir die Sozialpolitik, da haben sich die Wesentlichen in dem Bereich Arbeiten auf eine Person geeinigt, die sich bewerben sollte. Das heißt, ich hatte aus dem Kreis der Wesentlichen nur eine einzige Bewerbung vorliegen, wo quasi die Piraten, die in dem Themenbereich arbeiten, sich auf eine gemeinsame Bewerbung einer Person einigen. Und quasi klar ist, die hat die Vernetzung und Unterstützung, dass wir da dann auch mutig nach vorne gehen und Beauftragungen aussprechen, sei es zur Energiepolitik oder zum Thema Datenschutz und damit der Presse eine mögliche Zuarbeit erzeugen. Diese Beauftragungen haben ja eine wichtige Schlüsselposition. Sie sind schnell ansprechbar und können schnell weitergeben, weil sie wissen, okay, Spezialthema GEZ, kennt sich der aus, sind gut vernetzt und können uns als Vorstände dann, glaube ich, helfen, dass wir auch schnell inhaltlich sprechfähig werden zu Spezialthemen. Insofern würde ich gerne gucken, in welchen Themenbereichen gibt es eindeutige Personen, die große Unterstützung haben,
in dem Themenbereich und würde dann gerne da mit ruhiger Hand Beauftragungen dann auswählen und gemeinsam dann beschließen als Vorstand, vielleicht in der nächsten Sitzung in 2 Wochen oder so. Alias? Ja, also ich, das habe ich glaube ich schon mal in irgendeiner anderen Sitzung, wo wir über das Thema gesprochen haben, gesagt. Also ich habe da grundsätzlich nichts gegen, ich finde das gut. Also die inhaltlichen Beauftragten, die wir bisher haben irgendwie, also Bruno unter anderem oder auch der Thomas, machen, so wie ich das mitkriege, eine ziemlich coole Arbeit. Und daher rührt höchstwahrscheinlich auch unter anderem von Martina so irgendwie der Wunsch, denke ich mal, weil die da auch viel Input für die Pressearbeit liefern. Also ich finde es gut, solche, wenn wir da so Leute benennen, aber wir sollten es ja halt nicht jetzt in so einer Hauruck-Aktion machen im Sinne so, wir brauchen jetzt irgendwie für jedes Thema einen und jetzt fangen wir irgendwie an zu suchen, sondern eher im Sinne, du bist halt höchstwahrscheinlich von uns allen dann da auch am tiefsten drin, was an den verschiedenen Stellen der Partei gearbeitet wird. Und wenn es da eben Vorschläge gibt oder sich da sowieso jemand heraustat, ich meine, Bruno hat sich ja quasi da beworben, er hat ja vorher einfach schon wahnsinnig viel in dem Bereich dann gemacht für die Partei, dass man dann nochmal so eine formelle Beauftragung ausspricht, finde ich ziemlich gut. Aber jetzt nicht sozusagen, wir müssen jetzt irgendwie bis nächste Woche zu allen diesen, sagen wir, 12 Themenfeldern, die wir da für die Struktur im Parteiprogramm haben, jemanden unbedingt haben und dann so, sondern ich würde vorschlagen, dass wir das so ein bisschen evolutionär wachsen lassen. Also da, wo dann, oder wo sich vielleicht auch Piraten bewerben. Also das ist, denke ich, mal einfach so das Beste, wenn Piraten sich vielleicht beim Bundesvorstand bewerben und sagen, ich würde mich gerne in dem Themengebiet, da mache ich sowieso die ganze Zeit schon rum und dann ist es vielleicht hilfreich, auch noch eine offizielle Beauftragung der Partei zu haben, dass sich Piraten bewerben, aber eben nicht so mit der Brechstange. Als nächstes nehme ich mich selbst auf der Rednerliste. Das Problem, was ich bei thematischen Beauftragungen sehe, ist, dass das extrem stark von der Person abhängt, vor allem dann, wenn nicht ganz klar definiert ist, was eigentlich die Aufgabe eines thematisch Beauftragten ist. Geht es um die Organisation von Kampagnen? Geht es darum, Ansprechpartner für die SG Presse zu sein? Geht es darum, Ansprechpartner nach außen für die Presse zu sein? Also im Endeffekt thematischer Sprecher zu sein? Wobei dann wieder die Frage ist, mit welcher Legitimation man nach außen tritt, wie weit man über das Programm hinausgehen kann, wie eng gefasst die Themen sind. Also mir fehlt da ein bisschen das Gesamtkonzept dahinter, um abzudecken, was ist eigentlich die Aufgabe eines thematischen Beauftragten? Und Wo enden diese Bereiche? Was man in der Pressearbeit vor allem braucht, sind Ansprechpartner. Das sind Leute, die wissen, wer kennt sich mit dem Thema aus, welche Arbeitsgruppen sind es, die auch Ansprechpartner sind, um eine PM zu redigieren oder thematisch zu vervollständigen. Aber das ist ja noch ein bisschen was anderes als das, was jetzt zum Beispiel Bruno macht, der sehr viel Kampagnen organisiert, der zu Podiumsdiskussionen geht, oder was Thomas macht, die ihre Aufgaben auch ein bisschen unterschiedlich sehen und unterschiedlich definieren. Und da fehlt mir vor weiteren Beauftragungen noch so ein bisschen die Definition, was ist eigentlich die Aufgabe. Dann Bernd. Ich sehe die Beauftragten, die wenn ich inhaltlich arbeiten, letztendlich nur als eine Art Brückentechnologie. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir Sprecher haben. Und Sprecher Funktionen bekleiden können, die sowohl die inhaltliche politische Arbeit nach innen organisieren, indem sie regelmäßige Sitzungen durchführen, dass man auch letztendlich Diskussionen führen kann, Referenten, Referate hört, aber auch Programmbausteine entwickelt, aber auch zugleich eine Aufgabe haben in der Außenkommunikation, dass sie halt als Sprecher für Punkt, Punkt, Punkt auftreten. Das würde ich mir zukünftig wünschen, also dass diese eigentliche Beauftragung darüber hinausgeht. Es gibt eine wichtige Voraussetzung, die dabei auch noch erfüllt sein muss. Wir können da nicht Beauftragte für Weltordnung, für Finanzen, für Steuer, für Wirtschaft, für Volkswirtschaftslehre, für BWL etc. haben, sondern wir brauchen thematische Obergruppen. Beispielsweise ein Sprecher für Wirtschaft. Das bedeutet, alle Arbeitskreise sind dann auch darin zu bündeln. Es bringt gar nichts, wenn wir einen Beauftragten für Geldordnung haben, einen für Finanzen, einen für Wirtschaft, einen für Außenpolitik, Außenwirtschaft, weil das wird dann beliebig. Ich würde mir Sprecher wünschen,
die dann eine sehr wichtige Aufgabe haben. Sie müssen die Diskussion einleiten, sie müssen die unterschiedlichen Gruppen zusammenführen, dass man letztendlich jetzt alle Gruppen dann auch in dem ehemaligen, in dem inhaltlichen Themenbereich arbeiten und können dann aus meiner Sicht auch eigenverantwortlich nach außen auftreten. Das muss nicht immer der Bundesvorstand sein oder der Spitzenkandidat. Wenn sie legitimiert sind als Sprecher, finde ich das eigentlich in Ordnung, wenn sie dann auch alle unterstützen. Wir sind ja alle ehrenamtlich tätig, ich kann ja nicht überall was Neues erzählen. Insofern finde ich das gut. Aber ich würde mir wünschen, dass wir dann Sprecher hätten, die Themengebiete vertreten, nach innen, nach außen. Diese Themenbereiche, Felder, Gebiete müssen zuvor festgelegt werden und dürfen nicht beliebig vergeben werden. Denn ich würde mir schon größere thematische Einheiten wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir so etwas haben wie Innenpolitik, das auch Index mit berücksichtigt wird, sowas wie Netzpolitik oder Internetpolitik, wie auch mal vorgeschlagen worden ist, vorstellen. Wir haben im Bereich der Friedenskonflikt, Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterschiedliche Arbeitskreise. Das müsste auch zusammengefasst werden. Also das müsste schon vorher geleistet werden. Das wäre letztendlich die Aufgabe auch, so sehe ich die Aufgabe eines politischen Geschäftsführers, dass er diese Themengebiete definiert und dass man dann daraus dann auch darin dann Sprecherfunktionen letztendlich wächst und entwickelt. Du hast um Meinungsbild gebeten und das wäre dann meine Einschätzung dazu. Dann gab es eine Wortmeldung von dir? Ja, richtig. Wegen der Beauftragung von verschiedenen auf Bundesebene. Es ist gerade beim Bundesparteitag Bochum, der offenkundig aufgefallen, übrigens für Frank Schmidt, Piratenkultin hier, etc. pp. Und Lieferant der Europäischen Wahlkampfkollektion, falls euch das noch ein Begriff ist, bin ich Lieferant von einem PSOP gewesen. Tatsache ist, für eine Qualifikation des IT-Spezialisten für die Betreibung des P-Shops, wunderbar. Allerdings, wenn ich jemanden beauftrage, der überhaupt keine Qualifikation als Verkaufstalent, ich sage mal so, als Verkaufsgenie besitzt, ist das so auffällig, dass ich als Lieferant am BPT Tor Bochum teilnehmen wollte und dann tatsächlich die ganze Zeit verkauft habe für den P-Shop. Weil er einfach sagte, ich kann zwischen einer Weste, die keine Ärmel hat, also ein Modell und zwei anderen Jacken, nicht unterscheiden. Und das ist dann eklatant, wenn ich jetzt also als Verkaufsprofi, für über 20 Jahre Verkaufserfahrung, wenn man sowas mitbekommt, dass da jemand sagt, ich bestelle jetzt drei verschiedene Artikel und kann die noch nicht mal differenzieren und nicht unterscheiden und kann die selber nicht verkaufen. Und dann finde ich die Beauftragung in der Hinsicht schon mit eklatanten Mist. Ich sage mal. Kann ich kurz fragen, was das jetzt mit thematischen Beauftragten zu tun hat? Das ist ein Thema zum Beispiel, ihr gibt der Beauftragung für den Piratenshop, wie der online, also sozusagen Verkauf darstellen von Piratenartikeln. Und letztendlich, wenn ich jemanden beauftrage, einen Shop, ein Verkaufsunternehmen auf die Beine, dann sollte diejenige Person aber auch eben entsprechend Verkaufstalent besitzen. Und das ist tatsächlich in der Geschichte, die ich jetzt auch persönlich erfahren habe, ein sehr großer, ich sage mal, Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Tut mir leid, und das wollte ich jetzt nochmal so, weil ich euch gerade hier an der Nase habe, als Bundesvorstandssitzung auch dazu mal sagen. Okay, ja? Dann Alius hatte sich gemeldet. Ich auch. Ich finde es halt gerade kompliziert sozusagen, also nochmal so als Kritik auf dich, Bernd. Ich finde es kompliziert, sozusagen jetzt diese Themenbereiche zunächst zu definieren. Also was immer sehr gut funktioniert hat, waren gerade, hast du auch nochmal gesagt, Index, ACTA, da hatten wir auch dann so ganz spezifische Themenbeauftragungen. Jetzt mit Bruno ist es schon ein breiteres Thema, Thomas ist noch, glaube ich, noch breiteres Thema sozusagen. Ich fände es schwer, also ich fände es andersrum besser zu sagen, okay, da ist jetzt jemand, der hat sich jetzt mit einem kleineren oder größeren Themenbereich sehr intensiv auseinandergesetzt oder eine Gruppe oder wie auch immer und es, vielleicht macht es Sinn, ihn sozusagen für diesen Themenbereich als einen, und das wäre die Frage sozusagen auch noch an dich, ich habe den Unterschied zwischen Sprecher und Beauftragtem jetzt noch nicht so ganz, weil du sagst, auch frei sprechen kann, ich meine im Prinzip Bruno äußert sich ja auch in den Medien und sonst irgendwo zu in seinem Themenbereich oder im Prinzip alle Piraten äußern sich ja auch öffentlich irgendwie, wo da der Unterschied ist, das wäre die Frage und als Statement sozusagen, ich fände es sehr, sehr schwer vorher diese, man könnte die klassischen Bereiche Innenpolitik, Außenpolitik, aber da gibt es dann ja auch schon wieder schnell Überschneidungen und wo trennt man das? Das finde ich sehr, sehr kompliziert, diesen formalen Rahmen aufzusetzen und von daher würde ich es eher so evolutionär weiter entstehen lassen wie bisher. Also mir geht es darum, dass wenn wir jetzt
ein Thema haben, jetzt ist fiktiv, nicht, dass es jetzt wieder Kritik gibt, dass wir eine AG-Finanzpolitik hat, die sehr streng sozialwissenschaftlich arbeiten möchte und wir dann einen Themenbeauftragten für Geldpolitik haben und eine AG-Finanzen, die das eher volkswirtschaftlich bearbeiten möchte und die dann einen Beauftragten für Finanzen haben, die aber inhaltlich das Gleiche bearbeiten, aber nur unter verschiedene Perspektiven einnehmen, dass man das vorher bündelt. Und nicht, dass es heißt, jeder kann seinen eigenen Arbeitskreis machen und seine eigene Beauftragung, obwohl sie inhaltlich über dasselbe sprechen. Da muss der Anspruch auch sein, nach Strukturierung, dass man dann die solche Arbeitsgruppen Beauftragten zuvor auch zusammenführt und dass sie dann gemeinsam arbeiten, trotz aller Probleme und Diskussionen. Aber wir dürfen nicht einen Beauftragten eher sozialwissenschaftliche Perspektive und einen Beauftragten eher betriebswirtschaftliche Perspektive haben. Nee. Also um solche Redundanzen zu vermeiden, muss man das bündeln. Man darf das auch nicht beliebig machen. Deswegen glaube ich, dass man das strukturiert vorgeben muss. Und deine andere Frage war... Das war eigentlich eher ein Statement. Okay. Ja, das ist immer der Unterschied eigentlich zwischen, was jetzt heute ein Beauftragter macht. Ne? Er spricht öffentlich, er soll ja auch natürlich versuchen, was weiß ich, irgendwie Bruno, natürlich auch die verschiedenen Positionen, die es vielleicht oder Arbeitsgruppen, die sich mit Unterbereichen der Urheberrechtsthematik befassen, zusammenzuführen. Ja. Also so gesehen, eigentlich nur ein anderes Wort hatte ich. Ich habe den Unterschied zwischen Sprecher und das, was jetzt heute unsere thematisch beauftragt ist. Sprecher ist ein Begriff aus der Reformuniversität der 70er Jahre. Da hat man keine Dekane gehabt, sondern Sprecher von Fachbereichen. Mhm. Das war so ein Ausdruck primus inter pares. Mhm. Ein gewählter Sprecher, der unsere Anliegen kommuniziert, aber der keine Sonderrolle hat. Mhm. Der aber nichtsdestotrotz regelmäßig zur Sitzung einlädt und die interne Diskussion animiert, der aber auch nach außen auftreten kann. Es ist, wir wollen ja eine Partei sein, die nicht dadurch auffällt, dass jetzt fortlaufend Worthülsen produziert werden. Das passiert mit Das ist bei mir das ist zum Teil so, aber wir haben jetzt eine Themenbreite, wo ich als Kriminologe nicht mehr fundiert zum Beispiel zu Energiepolitik etwas sagen kann. Und da würde ich mir wünschen, dass wir sowas wie einen energiepolitischen Sprecher haben, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat, der also es auch fundiert vortragen kann. Und insofern sehe ich die Sprecher in einer Doppelrolle, die die Meinungsbildung nach innen animieren, und nach außen natürlich auch mal auffallen durch einen Beitrag, dass man auch mal sagt, im Thema XY hat die Piratenpartei die und die Position, dass er das also durchaus auch fachlich versiert vertreten kann. Das würde ich mir wünschen, weil der Bundesvorstand, niemand abnehmen, dass ich von der Internetpolitik bis hin zur Bin ich bei dir. Ja. Also nur ganz kurz die Frage. Nur ganz kurz, um mich wieder an die Rednerliste zu halten, Johannes. Okay. Ja, wenn ich da mal mit reingehen kann. Weil ich lasse mir ungern Beliebigkeit vorwerfen, auch wenn ich nicht als Vorwurf gedacht war. Wir haben das Henne-Ei-Problem. Ich kann nicht einfach vorbrechen als politischer Geschäftsführer und kann sagen, ich mache jetzt eine Ausschreibung. Und dann bewerben sich Leute und dann heißt es in zwei Wochen, wir wollen gar keine Beauftragungen. Und dann haben sich alle umsonst beworben und der Prozess, das heißt, ich brauche quasi das Vertrauen für den Prozess und genau deswegen diskutieren wir es jetzt, damit ihr meine Vorstellungen kennenlernen könnt und mir dann gegebenenfalls auch genau dieses Vertrauen aussprechen könnt. Insofern auch danke für die Nachfragen und die Kritik. Ich sehe genau diesen Unterschied als crucial, als wichtig zwischen Sprechern und Beauftragungen. Weil, so wie du es eben gerade sagst, Bernd, du wünschst dir Sprecher, die legitimiert sind und die dann quasi einen Themenbereich organisieren oder zusammenhalten. Genau diese Legitimation sehe ich nicht, wenn wir als Bundesvorstand einen Sprecher, beauftragen, einsetzen. Ich denke, eine solche Sprecherrolle könnte nur ein Bundesparteitag wirklich wählen, basisdemokratisch legitimiert. Ich möchte nicht eine Art hierarchische Struktur in diese Partei einführen. Das ist schon öfters versucht worden, AGs als offizielle in die Satzung zu schreiben oder Themenbereiche zu formalisieren, im Sinne von, das ist jetzt der Sprecher und wenn du in dem Themenbereich arbeiten willst, musst du mit diesem Sprecher kooperieren. Phänomenologisch ist das, was ihr gerade beide beschreibt, sowohl du Bernd als auch Alius, genau schon das, was Thomas oder Bruno machen. Sie organisieren nach innen die Arbeit, sie geben Impulse, sie strukturieren, ohne dass es zwingend ist. Man darf sich auch in den Themenbereich Sozialpolitik einbringen, ohne mit Thomas zu sprechen. Man darf auch zum Urheberrecht ein Papier arbeiten und an die Presse geben oder ins Diskussion bringen, ohne mit Bruno vorher gesprochen zu haben. Aber man weiß, da gibt es einen Beauftragten.
Und insofern würde ich gerne dieses Wort der Beliebigkeit ersetzen mit, also ich, mir schwebt eher vor, was wie einen Netzwerkknoten. Ein Beauftragter ist für mich ein Netzwerkknoten, der gut vernetzt ist in dem Themenbereich, den wir als BUFO oder die Presse schnell erreichen können, der Ahnung hat, was gerade passiert, an den man sich wenden kann mit Thema Rente im Bereich Sozialpolitik, wer arbeitet da noch, und der natürlich auch dann der Presse gegenüber Auskunft gibt, aber nicht quasi jetzt Schubladen in die Partei einzuführen, im Sinne von, ich gehe jetzt als PolGF hin und definiere jetzt 12 Themenbereiche und in diesen 12 Themenbereichen brauche ich einen Sprecher. Gleichzeitig bin ich komplett bei dir, es braucht da übergeordnete Felder, wir brauchen jetzt nicht eine Zersplitterung in Wirtschaft 1, 2, 3 mit verschiedenen Ansätzen. Ich gehe mal davon aus, bei der Strategie, die ich fahre im Bereich Wirtschaft, wird es erstmal gar keine Beauftragung geben, weil meine Strategie wäre eben jetzt, Bereich Energiepolitik, wenn es da eine Person gibt, die das Backing von den in diesem Themenbereich Arbeitenden hat, dann würde sich das anbieten, genau, ein guter Bereich. Das zu ernennen, Bereich Datenschutz wäre ein guter Bereich, wenn es da eine Person gibt, die sich anbietet. Wenn es aber jetzt drei verschiedene Richtungen gibt und zwei AGs, die sich gerade befehlen in dem Bereich, dann würde ich da erstmal keinen Beauftragten ernennen, weil genau das wäre das übers Knie brechen. Und letzter Kommentar, weil das jetzt gerade hier im Protokoll so steht, ich glaube, du hast es gar nicht so gesagt, selbstverständlich mit Ausschreibung. Und ich würde eben, wenn ich das grundsätzliche Go von euch habe, ich habe es eh schon angekündigt, da jetzt nochmal im Vorstandsblog was schreiben, ich würde sagen, bitte meldet euch und würde dann eben euch innerhalb von 2 Wochen, wir haben ja eh erst in 2,5 Wochen, glaube ich, wieder die nächste BUFO-Sitzung, informieren, welche Bewerbungen es gibt. Und dann können wir sehen, ob wir da Beauftragungen aussprechen können und wie sich das strukturiert. Also ich glaube, vieles der Sorgen würde sich dann im Prozess sehr schnell ergeben und das wird, glaube ich, was rauskommen, womit alle gut leben können. Gut, dann Markus, dann Bernd, wenn noch jemand sich zu dem Themenbereich melden möchte, dann bitte während dem Redebeitrag von Markus oder jetzt noch strecken. Also was ich, das ist mir gerade noch so eingefallen, gerade wenn es dann noch mehr wird, ich glaube, man geht da halt auch immer so ein bisschen die Gefahr ein, dass man dann da irgendwie ja, Pöstchen schafft und generiert und dass sie dann da vielleicht auch so ein bisschen vor sich hin eideln und man dann noch Pöstchen hat, aber eigentlich keine wirklichen Personen, die den Themenbereich mehr bearbeiten. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht schlecht, oder das würde ich jetzt mal zur Diskussion vielleicht nochmal stellen, dass wir diese thematischen Beauftragungen irgendwie mit einem Verfallsdatum versehen, sodass wir zumindest dann nochmal in, weiß nicht, einem Jahr, einem halben Jahr, das kann man sich ja dann überlegen, das Ding zumindest nochmal auf die Tagesordnung bringen muss, um zu überlegen, macht es überhaupt noch Sinn, dass wir noch diese Beauftragung haben? Ist das überhaupt noch ein sinnvoller oder Sprecher, ein sinnvoller Bereich oder sollten wir das vielleicht nochmal umstrukturieren, dass es einfach wie zur Wiedervorlage kommt, das vielleicht nochmal zur Diskussion oder als Vorschlag fürs Verfahren, dass wir die Dinge irgendwie erstmal zeitlich terminieren. Gut, dann Bernd. Nur Johannes, ich habe über das Verfahren, wie diese Sprecherbeauftragten oder Sprecher, wie die gewählt werden, nichts gesagt. Also ich sehe das nicht als Aufgabe des Bundesvorstands an, sondern das muss sich generisch entwickeln, das über das Verfahren. Wie diese Sprecher gewählt werden, das kann der Bundesparteitag machen, da kann man auch irgendeine Basisabstimmung initiieren. Also ich sehe solche herausgehenden Positionen nicht vom Bundesvorstand, sondern von über andere Verfahren. Nur zur Erläuterung. Ich sehe das im Rahmen einer Meinungsbilddiskussion. Okay. Dann dieses Sprecher, der das vorschlägt, hat 2 verschiedene Rollen. Einmal Koordination und zweitens nach außen etwas zu vertreten. Und wenn man nach was außen vertritt, muss man wirklich Ahnung haben. Ich bin zum Beispiel Spezialist auf Bankentrennung. Aber von anderen Bereichen habe ich 0 Ahnung. Also von Wirtschaft oder so. Ich könnte stundenlang über Bankentrennung reden und sehr spezifisch Fragen beantworten. Aber zu anderen Themen nicht. Also Koordinator in jedem Bereich etwas global, aber spezifisch, zum Beispiel Energiepolitik. Wir haben bestimmt der eine oder andere, der von Fracking unwahrscheinlich viel Ahnung hat. Also zu dem Thema gerade den. Gut, dann da. Und nochmal zu dem, was Ellen gesagt hat und zu dem, was Bernd gesagt hat und zu dir, Johannes. Ihr als BUFO könnt ja auch erst entscheiden und einen Sprecher überhaupt wählen,
wenn ihr von aus den AGs und aus der Basis heraus wisst, hat derjenige denn wirklich Ahnung, der sich dort bewirbt? Insofern sehe ich da auch nicht unbedingt eine Konkurrenz zwischen den Beauftragungen. Die Beauftragungen sind erstmal die Leute, die in diesem, in den Einzel-, in den unteren Bereichen, soweit man sich als Sprecher ja gar nicht zersplittern will, erstmal sich den Hut aufsetzen und versuchen, dort etwas zu koordinieren. Und wenn es dann nachher in die Bereiche geht, wo auch die Medien nachfragen, wer ist denn euer finanzpolitischer Sprecher, wirtschaftspolitischer Sprecher, dass man daran dann denken kann. Nur habe ich da ein Problem zu sagen, diese Sprecher muss der Parteitag wählen. Wenn ich also zum Beispiel dann denke, dass irgendjemand überläuft und das nicht mehr leisten kann und sagt, ich muss leider jetzt zurücktreten, dann habe ich bis zum nächsten Parteitag in den Bereichen keinen Sprecher. Also insofern ergibt sich das aus der Basis, weil dort die Leute nach oben gespült werden, die ihr dann allerdings auch vielleicht nochmal mit einer Rückkopplung über Line-Survey oder was anderes wählen könnt. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass man sagt, das könnte nur ein Parteitag. Vielleicht abschließend von mir noch noch erstmal die Frage, reicht das als Meinungsbild oder möchtest du noch eine formelle Abstimmung im Buch machen? Ich würde einen abschließenden Vorschlag machen und dann vielleicht ein formelles Meinungsbild, also eine Meinungsbildabstimmung. Um es kurz. Nee, von unten würde ich schon. Habt ihr das geklärt? Ja. Um es kurz zu machen. Jetzt in diesen 8 Monaten bis zur Bundestagswahl würde ich genau diese Generaldebatten, Sprecher, wer bestimmt die, wie sind die legitimiert, nicht aufmachen wollen. Da haben wir ganz anderes jetzt zu tun. Genügend Aufgaben in der Partei. Ich poste euch, sobald ich hier wieder Connection habe, nochmal die Ausschreibung zum Beauftragten Sozialpolitik. Das ist die erste Ausschreibung, die ich verantwortet habe. Bruno war ja schon Beauftragter, als ich das Amt übernommen habe. Da habe ich versucht, sehr genau zu definieren, wie ich die Aufgaben sehe, weil das war deine Frage, Sebastian. Und dann würde ich gerne genau mit dem Prinzip, was wir bereits etabliert haben, wo wir bereits 2 Themengebietsbeauftragte haben und dann nochmal so Spezialbeauftragten wie INDECT bereits hatten, da mal mit ruhiger Hand weitermachen, würde jetzt gerne diesen Prozess nochmal bündeln und euch dann eine Liste vorlegen in 2,5 Wochen oder 3,5, wenn wir da die übernächste Sitzung haben. Und dann können wir immer noch sagen, okay, das grundsätzlich hier, die 3 Themenbereiche sehen wir sinnvoll, das ist uns zu detailliert oder das ist uns zu konkurrierend. Und das, ich will jetzt gar keinen Freischein im Sinne von, ich lege euch dann eine Liste von 4 Namen vor und dann müssen die dann auch gefälligst ernannt werden, sondern ich würde jetzt gerne nochmal dazu aufrufen und grundsätzlich jetzt von euch wissen, könnt ihr euch vorstellen, in einzelnen Themenbereichen wie Energiepolitik, Umweltpolitik, Datenschutz, um Beispiele zu nennen, wenn es eine deutliche Fokussierung auf eine einzelne Person ist, die geeignet ist und die auch nicht umstritten oder in Konkurrenz steht, dann mit ruhiger Hand in 2 bis 3 Wochen hier den Kreis der Beauftragten zu erweitern, dann würde ich nämlich diesen Prozess jetzt bündeln. Das wäre meine Frage. Gut, Bernd? Ja, du hast das Vertrauen in deinem Geschäftsbereich zu haben. Ja, klar. Ich finde es weiterhin noch zu unspezifisch, was die Aufgaben sind. Auch zum Beispiel bei Thomas ist mir das aufgefallen, dass da die Diskrepanzen, die unterschiedlichen Vorstellungen da sind. Ich fände es schön, wenn wir das vorher klären könnten, bevor wir weitere Beauftragungen geben. Markus? Also ich fände das gut, also genau das, was du gesagt hast, eine Liste vielleicht mit Themenbereichen und nicht jetzt schon eine Liste mit Namen, über die wir dann oder so, sondern diesen Prozess noch ein bisschen definieren, die Themenfelder vielleicht auch schon mal abzuklopfen, gucken natürlich vielleicht auch schon, wo sich potenziell Leute finden könnte, aber dass wir erstmal da irgendwie was Konkreteres haben, worüber wir reden, ob wir jetzt nun über INDECT oder Außen- und Sicherheitspolitik reden oder also dafür ja. Das war nicht meine Frage, sorry. Weil, da muss ich nochmal reingehen, weil genau das, ich möchte nicht jetzt Themenbereiche definieren, dummy-mäßig und sagen, da hätte ich jetzt gerne Beauftragten und dann geht's los und dann Konkurrenz um den Hut, sondern ich möchte gezielt in Themenbereichen, wo eine Person deutlich sichtbar ist, sich meldet und die Unterstützung der in dem Themenbereich arbeitet, euch diese Person als Beauftragten vorschlagen. Ich möchte eben nicht genau jetzt erst ein Konzept bauen und dann muss das Konzept von Leuten gefüllt werden, sondern nur da, wo es eine geeignete Person gibt, würde ich gerne handeln. Und also klar. Darum geht es jetzt, ob ich dann ja quasi
haben wir bisher auch so gemacht. Jeder von uns kann ja einen Antrag einbringen und wir haben ja alle schon Beauftragungen ausgesprochen. Und also genauso, ja klar. Du hast ja das Meinungsbild von uns, du hast aber ein Meinungsbild verlangt. Jetzt habe ich gesagt, was ich mir vorstelle und das wirst du beherzigen oder so aufnehmen. Genau. Deine Antwort da war auch ganz klar. Nur Alius sagt jetzt wieder, er wünscht sich in 200 Wochen erstmal eine Liste an Themenfeldern und das würde ich jetzt nicht gerne machen. Deswegen. Ja, nee, war ja auch genau das Jahr zum Prozess oder Nein dazu. Genau. Ja. Gut, es ist dein Themenbereich und in dem Moment, wo du Vorschläge einreichst, werde ich mir die angucken und wissen, ob ich dafür, dagegen bin oder mich enthalte. Sven? Ja, wenn es gute Leute gibt, die für Themenbereiche geeignet sind, wäre ich definitiv dafür. Ansonsten finde ich aber auf den zweiten Weg die Themenbereiche, wo wir Leute auch drin brauchen, zu definieren, auch nicht schlecht. Also finde die Kombination eigentlich damit am besten. Okay, danke euch. So, hat sich deine Wortmeldung dann erledigt, oder? Ich habe einfach noch eine Frage, was ich zu Johannes. Ich verstehe nicht, wie du einfach schon Leute zu Themen zusammensetzen kannst, ohne die Basis so richtig zu befragen. Du kannst ja nicht alle Leute kennen und den Einzelnen da reintun. Vielleicht gibt es jetzt einen Professor Doktor aus Bremen, aus der Uni, der vielleicht ein ruhiger Geselle ist, der sich nicht eingepflegt hat. Du kannst nicht alle Leute kennen und sagen, den will ich haben. Nee, das würde ich auch nicht machen. Ich möchte jetzt einen Aufruf machen, sich zu melden. Ja, also willst du dann doch Thematik machen? Erstmal. Nee, ich möchte sagen, bitte melde dich mit deinem Wunschbereich. Ich möchte jetzt nicht 12 Themen definieren und sagen, hier ist mein Konzept, ich brauche jetzt einen Beauftragten für Thema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer füllt das? Sondern bitte melde dich zusammen mit deinem Wunschbereich. Das möchte ich sich entwickeln lassen. Das ist der Unterschied. Ich möchte nicht mit einem Konzept, es ist immer wieder schon passiert, dass auch Folge-Fs vor mir mit schönen Konzepten angetreten sind, an den Menschen vorbei und dann gescheitert sind. Ich möchte die Menschen und das Konzept gleichzeitig suchen. Es gab nur Marina vor dir. Nee, Christopher. Und wenn du jemanden weißt, der absolut fit in einem Themengebiet ist, könntest du ja auch sagen, wir sprechen an und melde dich. Ich finde diese Idee revolutionär. Also ich ziehe den Hut auf. Also, gut. Danke. Dann Applaus. Der LV Hessen findet das gut. Nächster Tagesordnungspunkt 4 sind Fragen. Ich habe vorhin gesagt, man möge sich bitte melden während der ersten Wortmeldung. Ich werde jetzt zu dem Thema keine weiteren Wortmeldungen mehr zulassen. Tagesordnungspunkt 4 wären Fragen an den Bundesvorstand. Ich trage dich mal persönlich ein, zu revolutionieren. Ich kann es mal nachhaben. Gibt es keine Fragen? Den will ich auch nicht schreiben. Ich habe empfohlen. Kira hat auf Twitter irgendwelche Fragen. Okay. Ob ich die Macht an mich reißen will, hat sie gefragt. Was war die Ironie-Häkchen dahinter? Ja, ihr Johannes, äußere dich. Nein, will ich nicht. Bitte, bleib mir mit Macht vom Hals. Bleib mir mit Macht vom Hals. Keine Fragen? Na gut, dann war das schnell. Nächster Tagesordnungspunkt: Verschiedenes. Hat jemand etwas für Verschiedenes? Das ist jetzt auch nicht ernst gemeint. In manchen Vereinen ist es so, dass der Gastgeber hier, der LV Niedersachsen, einen Fass Bier spendet. Komm mal den Lauf von Niedersachsen. Wo ist er denn? Abgehauen. Das ist das nicht. Okay. Ich bringe der Gast ein Gastgeschenk mit. Dann ja. Eine Flasche kann es geben, aber so, wir wollen noch keine Irritationen bei der Presse auslösen. Genau. Dann von mir noch der kurze Hinweis, Anfang Februar, 2. 3. Februar ist das Barcamp Bundestagswahlstrategie. Wer noch hingehen möchte, möge sich jetzt bitte dieses Wochenende noch eintragen. Weil die Liste ist ziemlich voll, ja? Gibt es da Geld für uns? Was? Für die Leute, die sich eingetragen haben? Dass da Geld gibt? Ja. Nein. Leider nicht. Leider nicht, weder Reisekosten noch was. Er hatte frisch gemacht. Auch Vorschlag und Beraten von einem Impfvertrag, ne? Weil wir sind uns ja einig, ne? Vorstand.piratenpartei.de, es müsste jetzt der vorletzte Eintrag oder vorvorletzte Eintrag oder sowas sein, findet sich da. Gut, nächste Sitzung, 30.01. 20 Uhr. Am 23.01. ist, sofern Bedarf besteht, um 19 Uhr eine nicht öffentliche Vorstandssitzung und 20 Uhr dann die Jour fix. Und ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und Niedersachsen einen erfolgreichen Wahlkampf. Ja.
Applaus.